Was bisher geschah? Albert! Albert, ich bin's! Tot! Und so geht's weiter. Oh, den habt ihr schon gehört, wie? Ich armer Tod. Ich kannte ihn. Horatio. Ein Mann mit unendlichem Humor. Nun, nicht direkt unendlich. Ich glaube, ich war gar nicht so schlecht. Nun, unter den gegebenen Umständen ist es sicher besser, nicht zu kleinlich zu sein. Das ist doch lächerlich. Wie kann der Tod sterben? Je mehr Ähnlichkeit du mit mir bekamst, desto sterblicher wurde ich. So ein Mist. Ich habe gerade begonnen, mich daran zu gewöhnen. Meine Güte, ich glaube, es geht tatsächlich mit mir zu Ende. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, einmal Urlaub zu machen. Nun, ich schätze, mein Job ist in guten Händen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, der Schnitter zu sein. Der Schnitter? Was soll das heißen? Wenn es mich nicht mehr gibt, dann gehört der Job dir. Bis in alle Ewigkeit. Aber ich kann nicht der Schnitter sein. Mir wird schon mulmig zumute, wenn ich die Fliegenklatsche schwinge. Nein, hör auf! Ich möchte nicht für immer die Sense schwingen müssen. Tja, ich fürchte, mit mir ist es aus. Meine Zeit läuft ab. Wenn ich doch nur eine Mutter hätte, dann könnte ich jetzt Mutter schreien. Aber leider habe ich keine. Verdammt! Andere berühmte letzte Worte lauten: Richte das Ding nicht auf mich! Und warum blinkt das rote Licht? Und wie macht Schnapper Gewinn, wenn er dieses Zeug für nur 5 Ankh-Morpork-Cent verkauft? Ich kenne sie alle. Welche soll ich benutzen? Nun mal sehen. Na schön, bleib da. Ich versuche dich wieder auf die Beine zu bringen. Oh! 4. Akt. Bis der Tod uns scheidet. Ach, das war schon der 3. Akt? Wow, das ging schnell. Und wie bitte sollen wir jetzt, also, erklärt mir das kurz? Kann ich ihn nicht zusammenkleben oder so? Korken. Ein neu improvisierter Korken. In jedem Haushalt für 1000 Dinge gut. Na, dann nehmen wir den doch. Dann war das ja eine kurze Rolle als Tod. Oh, ich bin sicher, dass dieser Hut irgendwo in Mode ist. Genau darin besteht sein schrecklicher Aspekt. Hat keinen Sinn. Das Ding ist vollkommen zerfetzt. Na gut. Kann ich hier Knochen mitnehmen? Ich frage mich, ob es heute einen guten Markt für Xylophone gibt. Vielleicht kann ich ihn ja zusammenkleben. Ich möchte seine Knochen lieber in Ruhe lassen. Ach, warum Zumindest denn? Lange genug, bis die Leute in den weißen Kitteln die Umrisse auf den Boden gemalt haben. Und ja, okay. Kann ich verstehen. Wir wollen ja nicht da in der Arbeit zwischenfunken. Gibt's hier sonst noch irgendwie was ich mitnehmen kann? Das sieht jetzt spontan nicht danach aus. Als Tod taugte er nicht viel, aber vielleicht eignet er sich als Ziergegenstand für einen Schreibtisch. Für unseren Schreibtisch? Oh, es geht zu Ende. Es geht zu Ende. Oh, jetzt geht's wirklich zu Ende mit mir. Es geht nach wie vor zu Ende. Schon gut. Wir brauchen etwas, um deine Lebensuhr aufzufüllen. Ich arbeite daran. Ehrlich, man könnte glauben, dass hier ohne mich überhaupt nichts zustande gebracht wird. Einmal, nur ein einziges Mal, möchte ich ein Adventure erleben, das sich so beschreiben lässt. Rincewind liegt im Bett und schlummert, während alle anderen Leute irgendwelche dummen Objekte für ihn suchen. Ja, da kann ich zustimmen. Wir brauchen Sand. Können wir Sand nicht einfach aus der Wüste mitnehmen? Weißt du, was ich meine? Können wir ihn fragen? Hast du vielleicht eine Idee, wie wir Tod retten können? Öh.
Konnten wir das davor auch schon? Angus, wie oft habe ich dir gesagt, dass du den Venusmuscheln nicht die sündige Musik vorspielen sollst? Das kommt davon, wenn man als Kind an zu vielen Spielzeugen aus Blei lutscht. Das hier vielleicht? Was deinen Freund betrifft. Meinst du Angus? Angus? Nein. Nein, das hatten wir alle schon. Ich würde auch hier nochmal gerne speichern. Ich weiß, es ist jetzt echt häufig, aber ihr wisst nicht, was ich auf mich nehmen musste, um das hier weiterzuspielen. Irgendwoher Sand. Hier ist alles voller Wüste und ich kriege keinen Sand irgendwoher. Aber ich frage mich auch gerade, wen ich hier fragen könnte. Da bin ich schon gewesen. Lassen wir lieber die Finger davon. Ach, da gehen wir gar nicht mehr hin. Da wollen wir nicht mehr hin. Das hat sich erledigt. Hier? Da bin ich schon gewesen. Okay, hier? Da bin ich schon... Nein, hier? Aha. Hier dürfen wir noch hin. Ich wollte es noch mal sehen. An dieser Stelle sind viele nicht unbedingt takt. Lasst... Wissen wir alle schon? Nein. Ja. Ich kann nicht mit der Mumie reden. Und ich bin... Du musst dir also etwas anderes... Aber was wollen wir denn von der Mumie? Es ist ja nicht... Oh, hier haben wir die Sanduhr. Ist hier irgendwo Sand auf dem Boden? Sand, den ich mitnehmen kann? Von so einer dämlichen Pyramide? Vielleicht ist das ja besonderer Sand. Ich sehe jetzt keinen besonderen Sand hier übrigens. Kann ich den irgendwie raushieven? Kann ich dich so irgendwie mitnehmen? Hat keinen Sinn, das zu mähen. Ich will es auch nicht mähen. Ich will ihn transportieren. Holy shit. Können wir ihn hier aufs Brett vielleicht kleben? Es hat keinen Sinn. Manu, irgendwas muss er doch, für irgendwas muss er gut sein. Können wir ihn an... Es würde zwar Spaß machen, das festzubinden, aber... Ich muss mir was anderes einfallen lassen, sagt er. Kann ich ihn beißen lassen? Ich fürchte, bei diesem Geschöpf kommt jede... Hilfe? Sieht das etwa wie... Ja, okay, Sand, ich verstehe, Sand, wir müssen Sand finden. Ich finde Sand, irgendwo finde ich hier Sand. Hier müsste doch eigentlich... Total, nee, keinen Sand, nicht mal so ein bisschen. Die beiden lasse ich mal in Ruhe. Der hier ist überall Sand. Ungelogen. Ihr könnt sich einfach eine Tube Sand hier nehmen. Wäre gar kein Problem. Können wir das hier irgendwie festmachen? Ich weiß nicht wieso, aber... Es hat keinen... Ja, es hat keinen Sinn, das festzukleben. Ich brauche Sand. Manu, kann ich das benutzen? Sieht das etwa wie... Nein, es sieht nicht wie Sand aus. Ich wollte es nur mal probieren. Ich habe auch nirgendwo mal Sand irgendwie gelesen, dass es übrig geblieben wäre, weißt du? So irgendwie als zum Draufklicken und so in die Richtung. Ich wüsste auch nicht... Oh! Ich glaube, er hat Erfolg. Ich habe Lust auf Frösche. An Frösche denk ich die ganze Zeit. Oh, viel besser. Ja. Oh, das gefällt mir. Ja, dürfte für eine Weile reichen. Wie bereitet man's zu? Mit Salbei und Zwiebeln. Salbei und Zwiebeln? Mitten in der Wüste? Oh, dann eben Kurkuma, Rosenwasser und Zwiebel. Kommt. Ja. Die waren rasiert. Huch, ab geht's mit Casanunda. Ich würde gerne beobachten, was als nächstes geschieht, aber vermutlich müsste ich mir dann einige Tage Zeit nehmen. Oh, so wichtig finde ich das jetzt nicht. Magst du mir vielleicht was zum Tod verraten? Warum sind... Nun, es... Nein. Ich habe hier eine... Come on, ich weiß. Du hast mir überhaupt nichts zu erzählen. Es nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich jetzt noch nicht mal... Also die ganze Zeit im Spiel hatte ich immer eine Art Ansatz, wo ich so, ne, mir was denken konnte zu. Aber jetzt ist gerade irgendwie Flaute. So, Schnappler, hast du irgendwas zu erzählen? Gerösteter Humus. Echter Geröst. Heute... Ich möchte keinen Humus. Was hat es mit der Pyramide... Oh, in ihr Aus... Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ich muss... Sand. Hast du irgendwas Neues zu erzählen? Oh. Hier vielleicht? Na schön. Was hat es mit den... Wir haben die große... Wir haben mystische Männer, die in Wüsten sitzen. Und wir haben...
Ach, du willst mehr? Wir haben auch den Jungbrunnen. Ja. Na, wo bist du? Oh. Offenbar hast du den. Wie kannst du es wagen, dich abfällig zu... Wie hieß... Gleich. Es gibt da einen Prospektor, der hier gelegen... Er kennt jeden. Frag ihn, ob er hier... Entschuldigung. Ich hab hier noch keinen Prospektor gesehen. Also wirklich so gar nicht. Nicht mal so ein bisschen... Wo geht's denn? Ach nee, hier geht's nur zurück. Mauer, Pfahl, kann ich den mittlerweile wieder mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Das kann ich nicht mehr. Wenn ich von dem Prospektor endlich erfahren würde, dann wüsste ich ja vielleicht, wo der Jungbrunnen ist. Das würde ihm, also dem Tod ja auch helfen, oder nicht? Oder wie, oder was? Könnte ich mir zumindest so vorstellen, dass es ihm hilft. Ich habe jetzt noch eine Idee. Es gab ja diesen Strand. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo Sand zum Anklicken gab, aber das wäre jetzt so meine letzte Anlaufstelle. Wo ich dann wirklich noch was vermuten würde. Ansonsten bin ich doch überfragt. Hier können wir ja überall nicht mehr hin. Ach, hier dürfen wir noch. Darf ich mir jetzt den Hut mal holen? Hallo? Nee, ich warte. So? Komm schon, Kumpel. Und ich versichere dir... Hör! Nein. Okay, das hatten wir alle schon. Und was Neues hier kann ich auch nicht anklicken. Hier ist doch jede Menge Sand. Weißt du, was ich meine? Also wie kann er hier noch... Kann ich das vielleicht... Moment. Hier, Truhe. Guck mal. Hier ist Sand. Mach doch mit der Brandung zum Beispiel. Sieht das etwa wie... Du gehst mir auf den Sack. Hier ist überall Sand. Warum nimmst du dir nicht meine Schippe davon? Da ist zum Beispiel ein Berg, den ich nicht mehr anklicken kann. Der ging mal anzuklicken. Ich bin offiziell ratlos. Wo kriege ich denn jetzt Sand her? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. I don't know. I don't have a fucking clue. Ich darf hier nirgendwo irgendwie... Nein. Baum. Baum bringt mir auch nichts. War ich jetzt irgendwo noch nicht? Scheiß Vögel, lass mich in Ruhe. Kochenknack? Warum auch immer es Kochenknack heißt, da? Da bin ich schon. Das bringt mir alles nichts. Oh Mann. Ich will jetzt eigentlich keine Pause machen. Ich will jetzt wirklich durchspielen. Ich kann hier überall im Süden lang. Das bedeutet aber nicht, dass mir überall im Süden das was bringt hier. Warum... Ich meine, die verfolgen mich. Das muss doch auch einen Grund haben, warum die mich verfolgen. Gucke mal hier. Wollt ihr den jetzt haben? Ja, ich weiß. Aber ich gebe es ihnen. Warum denn? Manu, hier vielleicht? Es würde zwar Spaß machen, das... Und also? Ich schlage vor, wir lassen... Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht mal Leertaste drücken, um zu sehen, ob ich irgendwas übersehen habe. Wie es in modernen Spielen mittlerweile geht. Oder was heißt in modernen Spielen? Ich habe es jetzt eigentlich nur in Wimmelbildspielen gesehen. Ja, auch Nienchen hat schon Wimmelbildspiele gespielt. Sie gibt das nicht gerne zu, aber es war so. Weißt du, was mich irritiert, dass hier immer noch das Wasser ist? Kann ich vielleicht den Arm in dieses Wasser reinwerfen? Ich kann es mir nicht... Wieso denn nicht? Das ist doch für dich irrelevant für uns? Unrelevant, wollte ich gerade sagen, aber irrelevant geht auch. Ich kann es mir nicht... Was können wir uns denn leisten, das zu verlieren? Ich kann es mir nicht... Das ist doch unfassbar. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich das echt nicht löse. Ich kann es mir nicht... So kurz vorm Ende. Sieht das etwa wie... Ach, halt Maul. Maul. Sieht hier gar nichts aus wie Sand. Ich gehe hier gerade überall mit der Maus nochmal lang. Oh Gott. Ich merke schon, das wird kein... Hier ist überall Sand. Ich weiß, ich sage das jetzt dauernd, aber es regt mich halt auf, dass irgendwie... er das nicht anerkennen möchte. Hier, geht das irgendwie? Was? Ich soll meine mühsam erworbene Habe einem Verrückten überlassen? Du sollst ihm fragen, wo ich hier Sand finden kann. Ich frage mich, ob es mit den Vögeln wirklich irgendwas auf sich hat. Ne? Von wegen. Kann ich in die Truhe? Kann ich tatsächlich.
Nee, kann ich... Aha. Ich bin mir fast... Da ist kein Platz mehr. Weißt du, ich habe die Befürchtung, dass es was mit diesem komischen Mumien-Ding auf sich hat, weil er mal sagt, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ich kann nicht mit der Mumie reden. Du musst dir also etwas anderes... Weil das Dings haben wir ja schon hier, den... Ich schlage vor, wir lassen... Kann ich das vielleicht damit so, mit dem Kleber? Wo ist denn der Kleber? Hier. Ich schlage vor... Mit dem Kleber klappt das nicht. Können wir ihm irgendwie... Können wir dir irgendwas geben? Das Ding hat keine... Was? Was? Das Ding hat keine Öffnung für den Korken. Okay, wir brauchen irgendeine Öffnung für den Korken. Habe ich irgendwas gesehen? Das hätte eine Öffnung. Nee, hat's nicht. Das ist eine Sanduhr. Das hat keine Öffnung für den Korken. Gibt's irgendwas, was irgendwie eine Öffnung hatte, was ich stoppen wollen würde? Ich glaube nicht, ne? Nicht, dass ich jetzt bewusst mitbekommen hätte. Hier können wir ihm den Pyjama anziehen. Ich bezweifle, ob es mit einem Nachthemd gut aussähe. Können wir vielleicht das da wieder reinstoppen? Tatsächlich. Da ist kein Platz. Das ist ja interessant. Was ist wohl darin? Ist ja witzig. Okay, wir können es wieder stopfen. Warum auch immer wir das jetzt tun wollen würden. Was mache ich nur? Ich bin so ratlos gerade. Können wir ihn aufschneiden? Ich weiß es nicht, die feine Art. Er ist bereits tot. Ja, war ja nur so ein Versuch. Wo ist denn der dämliche Jungbrunnen? Jetzt hätte ich gern einen Hinweis, Rincewind. So einen ganz kleinen Hinweis. Wo man denn nach Sand beispielsweise suchen sollte. Ist auch sehr geschickt formuliert. Gab es vielleicht bei dem... Das würde ich auch jetzt nochmal gerne probieren. Ich bin verzweifelt. Ja, ich gebe es gerne zu. Hier haben wir den Laden. Gib mir mal das Surfbrett. Ich will wissen, ob da vielleicht ein bisschen Sand war, was ich jetzt übersehen habe oder so. Rambum. Bum, bum, bum. Oh, komm, lauf. Ja. Ich finde es so süß, wie er sich einfach das Wasser abschüttet, die kleine Truhe. So, ich glaube aber nicht, dass es hier irgendwie sowas wie Sand gab. Nee, das sieht sehr unsandig tatsächlich aus. Ah, das war auch nochmal so eine Hoffnung von mir, aber nein, nein. Ach, wie doof. Gib mir Sand, das kann nicht so schwer sein. Ich kann nicht in der Wüste keinen Sand finden. Ich finde es auch doof, dass das hier jetzt einfach weg ist. Das war vorher definitiv noch zum Anklicken da, jetzt mittlerweile nicht mehr. Können ja mal kurz hier auf Land gehen. Und ihn durch... Nein. Achso, das wollte ich jetzt gar nicht. Ups. Einfach rumlaufen lassen, weißt du, was ich meine? Weil manchmal, das war ja im ersten Teil so, nachdem du so einmal über diese Bergkuppe gelaufen bist... Konntest du quasi neue Dinge entdecken? Einen neuen Ort? Aber ich fürchte fast, dass das hier nicht so ist. Über diesen Fluss kommen wir nicht. Das, so viel ist klar. Die Oase mit dem Wasser bringt mir so rein gar nichts. Nein, nicht weg. Ich glaube, der Hügel ist auch nur noch zur Zierde da. Obwohl da die zwei Vögel sehr präsent sind. Was mich auch irgendwie wundert. Sieh nur die majestätische Schönheit dieses hohen, spitzen Steindings. Wer kennt ihre mystischen Geheimnisse? Wer schert sich darum? Ich nicht. Kann ich damit irgendwas anfangen? Vielleicht verwechselst du mich mit jemandem. Ja, war nur so eine Idee. Guck mal, so eine Pyramide besteht ja auch irgendwie aus Sand. Vielleicht verwechselst du... Nein. Was? Wo, was? Was macht er denn da? Hallo? Kommst du zurück? Komisch aus. Ja, komisch aus. Wo kommt der denn jetzt her? Wie habe ich denn das getriggert? Junger Herr, kommen Sie bitte zurück. Ich muss mit Ihnen sprechen über diesen besagten Jungbrunnen. Junger Herr, wo sind Sie hin? Kommen Sie zurück. Wehe, der ist jetzt weg. Ich muss mit ihm reden. Wo ist er? Der ist hier lang gelaufen. Ich habe ihn ganz genau gesehen. Nein! Wo ist der Drecksack? That's death.
need to take a breath. Just lie around all day with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo-hoo.